Was geht ab, Freunde? Ins Internet, willkommen zurück zu Bester Pool Staffel 4. Gönnt euch mal, wie es hier aussieht. Ich kann die Hose nicht mal mehr zumachen, weil ich habe jetzt ein Wohlergehen Bauch. Mit der Teleskop-Heckenschere werden die Seiten nochmal auf Null rasiert hier beim Efeu. Ich will jetzt. Aber das sollte nicht so schwer sein. Nee, das ist doch nicht schwer. Das Teil ist schwer. Und ansonsten hier die Ecke, das, was da so ein bisschen vorsteht, ne? Da komme ich nicht rein. Seiten auf Null, Alter. Aua, es gibt gut Unterarme. Hui. Der Live kommt noch in den nächsten Tagen. Was bedeutet das für dich, Bruder? Oh. Heute werden wir auf jeden Fall diesen elenden Steinweg noch platzieren. Zusammen mit Marius, der wird heute auf jeden Fall am Start sein, weil der hat natürlich extrem viel Ahnung davon. Wir haben einen Kollegen, der hat gar keine Ahnung davon. Aber der hat auch beim damaligen Tour mitgeholfen. Aber der ist halt extrem dünn und fällt immer wieder mal am Tag um. Ich habe auch jetzt erst schätzen gelernt, was ein Bagger bedeutet. Das ist schon einiges. Ordentlich, was der so über den Tag leistet. Der so ein Bagger ersetzt so 10 Stadtmenschen, ja, die einen Pool bauen wollen auf jeden Fall. Aber Freunde, wir haben uns auf der anderen Seite auch sehr gegönnt. Gönnt euch mal, wie viele Modis wir hier haben. Wenn wir es nicht mehr brauchen, dann mache ich das mit meiner Dusche ran, Alter. Wir müssen den Rasen ja jeden Tag zweimal gießen, mindestens. Immer zu einer Stunde. Immer zu einer Stunde? Meinem Dad haben wir auch ein bisschen Rollrasen zugeschickt und gönnt euch mal, wie happy er ist. Rollrasen. Jeder freut sich über Rollrasen. Wenn man da was findet, wofür man brennt, so, und das ist jetzt momentan auch der Garten von meinem Dad, ist das geil. Und der ist auch extremst motiviert von diesen Videos hier. Schreibt er immer wieder und das finde ich so cool irgendwie. So, sorry, ich kann helfen. I know. Werder, ist wieder am Start. Ich will dir den Shot geben, die ich seit 4 Tagen nicht mehr genommen habe. Meine Mom macht immer so Shots. Ingwer, Apfel, Zitrone. Die schmecken natürlich extrem lecker. Ja, nach Ingwer. So, ja, deine Spaß. Immunsystem aufbauen. Schüttelt man so ein bisschen. Müssen wir mal Laden aufmachen, die Dinger verkaufen? Aber seit ich die trinke, bin ich nicht mehr krank. Außer Heuschnupfen, der wird halt stärker dadurch. Hier wird nochmal Rindenmulch verteilt. Schön, schön, schön. Macht schon was her direkt, ne? Macht schon was her. Geil. Oh. Ganz angenehmer Geruch. Ja. Vielleicht sogar mal eine kleine Knolle. Kaum mal, ein bisschen dran. Ja. Du kaust wirklich dran. Der Thomas isst Rindenmulch, ne? Oh, warte mal. So, alles wurde ausgelegt. Als letztes Mal hier war, alles voller Christbaumkugelscherben noch gewesen, Junge. Das geht. Alter, krass. Krass, oder? What the fuck? Hey, was macht ihr jetzt noch? Ist ja fertig. Na, ey, kommen noch einige Sachen, ne? Also wir machen noch diesen Steinweg, wir müssen hier nochmal den ganzen Einkettern reinmachen. Wir müssen hier so ein paar Nägel reinhämmern, damit diese Vögel dann in den Pool scheißen, Alter. Nani! Ja, hier kommt ein ganzes Blumenbeet rein, das wird ja alles noch richtig schön idyllisch. Und hier willst du einen Steinweg machen quasi einmal. Genau, so einen Steinweg, den machen wir gleich. Wie? Das ich habe heute Morgen noch geschrieben, obwohl ich bin so froh, dass ich die Steine nicht tragen musste. Du glaubst ja wohl nicht, dass du dieses Haus betrittst, ohne zu arbeiten. Ich merke, Tanky hat ja komplett vergewaltigt. Tanky ist auch anderes Level. Anderes Level, ja, Mann. Heftig, ich bin ein bisschen geflasht gerade. Ja. Heftig. So ist es auch. Das Haus hat einen Wert nochmal noch gesteigert jetzt. Fünffach, Alter. Aber verkaufen würde ich das Haus eh nicht. Nicht mit 1 Milliarde Euro. Eine Milliarde? Ja. Wenn Bill Gates so kommt und sagt, ey, 1 Milliarde. Bill Gates, aber nimm doch diese Impf. Ja. Ja? Hast du Hände gewaschen, als du kamst? Hier kannst du die Hände waschen. Da habe ich direkt. Das ist COVID-20, Alter. Wir machen Steinweg jetzt, ja. Haha, gefangen bist du. Ich habe vorne schon abgeschlossen. Du brauchst gar nicht abhauen. Ich will auch einfach Kamu raus. Freunde, es geht los. Wir werden jetzt die schönen Sandsteine platzieren. Ich habe gar keinen Bock. Natürlich hast du Bock. Aber der ist halt extrem dünn und fällt immer wieder mal am Tag um. Zehen gleich gebrochen sein werden, ja. Ja, fang mal hier. Aber der ist halt extrem dünn und fällt immer wieder mal am Tag um. Darf ich mal für den Rasen gehen, Herr? Ja, immer nur ganz flach, nie so mit der Kante drauf. Okay, oder ja, so, das. Ne? Zu spät. Der ist halt extrem dünn. Wir machen das jetzt erstmal provisorisch. Guck mal, wenn wir jetzt so sagen, hier machen wir einen Stein hin, ja? Das wird das jetzt?
Das ist eine Steingröße ungefähr. Okay. Ey, habt ihr auch dieses Verlangen, die Teller kaputt zu machen? Ich würde auch so gerne auftreten gerade, ne? Ja. Ey, keine Scherben auf den Rasen. Ey, ganz ehrlich, macht das überhaupt Sinn mit den Tellern? Ah, lass einfach mit Stein machen, oder? Ja. Ja, ey, mega smart, weil wir schneiden ja eh den Rasen raus, der da drunter ist. Das heißt, wir schneiden den Rasen. Natürlich! So. Nee, okay, doch drei Steine. Das, ist ja das sieht stressig. Weird aus, das ist ja, ja, oder? Ja. Nein! Wie nein? Viel näher, guck mal, der Abstand ist doch da viel größer. Was ist denn gut? Hey, der Abstand ist doch kleiner. Ich weiß, aber irgendwie fühlt es sich gut an. Ja. So. Ja, mach doch nicht den Rasen hier am Arsch. Der Knick ist sehr plötzlich. Wie hätte die Natur das gemacht? Irgendwie finde ich, so fehlt so ein bisschen Schwung jetzt gerade wieder. Guck mal, von hier sieht es halt zum Beispiel ganz schön aus. Hat halt eine ganz klare Linie so, ne? Also, hier hast du so ein richtiges S irgendwie. Ja. Ja, ich finde es auch schön. Jetzt die Frage, kann man das auch im Handstand auch? Ja, versuch mal. Aber der ist halt extrem dünn und fällt immer wieder mal am Tag um. Der ist halt unser Brotmesser, ne? Mhm. Danach wird kein Brot mehr geschnitten damit. Okay, dann mach mal. Ja. Du kannst einfach so reingreifen oben in die Wiese. Oh! Du hast sie richtig geschnitten! Was sind das für grüne Punkte? Da steckt die LSD im Rasen. Ja. So Mini-LSD für die Tiere. Der ist erstmal hoch. Ah ja. Oh. Tada! Ja, hau mal rein. Oh! Oh, oh, passt gut. Oh lala. Geil, das ist auch direkt ein besseres Feeling, weil nichts mehr wackelt. Ja, das wird schön aussehen. Immer ganz nah am Stein entlang, ne? Das Messer geht gleich kaputt, dann habe ich am Stein. Sehr gut. Das war's schon. Guck dir da an, ja. Er hat das ja aber ja richtig durchgesemmelt. Einmal auf den Kopf legen. Nein, Mann, nein. Ich setz on cut. Alter, wir könnten diesen Weg inverted weiterbauen. Bauleiterin Chantal, die... Der erklär mal, was machen wir hier? Ja, da oben, wie man sieht, haben viele Tauben schon reingeschissen. Da kommt einfach so eine Schicht drauf, die so, glaube so genoppt ist, damit die Tauben einfach sich nicht draufsetzen können. Dass da nicht irgendjemand Taubenkacke am Kopf hat. Weil wenn jemand reinscheißt, dann wir. Und was kommt hier hin? Zum Draufsetzen. Zum Draufsetzen. Kommt da kein Tisch drauf, keine Tischplatte? Eigentlich schon, ja, dass das so hoch wächst, weil jemand hat den zu kurz abgeschnitten. Aber okay. das wird ein Tisch. Ja, ein Tisch. Zwar jetzt ein ganz kleiner Tisch auch. Ja, aber ist okay. Kann ja so hier kann man sich ja schon seine Flasche Bier so entstehen dann schnappen. Ja. Ist okay. Was gibt's noch? Wir kriegen einen Rasenroboter. Yes! Henkys Bruder. Oh. Aber er hat noch keinen Namen. Genau, und dahin kommt noch eine Sitzecke. Da, wo gerade alles ausgebrannt ist, alles jetzt nicht mehr. Alles quasi noch kleine Projekte, die wir noch auf jeden Fall angehen werden. Hilfst du uns dann? Gerne. Wenn ihr mal geile, selbstgemalte Bilder sehen wollt, dann geht jetzt hier auf diesen Instagram-Link von Chantal. Da. Der quasi den Link von Marius verdeckt. Geht jetzt hier auf diesen Instagram-Link. Das ist schon okay. Alles gut. Nein, wir verlinken nicht mal. Alles gut, wir verlinken nicht. Ganz unten. Den Baum, den müssen wir noch stutzen, ne? Das Problem ist halt einfach, dieser Baum hier macht uns die ganzen Regenrinnen dicht. Und das ist nicht gut. Deswegen regnet es immer rein. Was sagt Chantal dazu? Ich habe gerade ehrlich gesagt gar nichts so gehört. So, wir lockern den Boden jetzt einfach mal ein bisschen auf hier. Ja. Besser, ne? Ja, viel besser. So, was machen wir jetzt hier nochmal? Das ist wie so ein Cartoon. Das ist echt wie ein Cartoon. Fällst du so. Fällst gleich ein Loch. Das sieht doch gut aus, oder? Stabil? Ja. Schneid dir bitte in den Fuß, ne? Viel Klicks. Hättest du das Messer hier falsch rum? Ja. Das sieht fast schon lecker aus, ne, wie du das machst. Okay. Monte wäre stolz auf dich. Montauro? Ja, der furzt ja auch die ganze Zeit. Hat der Furz erfunden oder was? Ja. Das Dinkelbrot haut mir ganz schön auf den Magen, Alter. Stell dir vor, du bist so drin, es gibt so Weltmeisterschaften wie du. Rasen schneiden und einer schneidet sich einfach so ein Zeh ab, aber der zieht einfach weiter durch für den Weltrekord. For the record. Was laberst du wieder, Marius? Stabil ist es. Doch, doch. Nur, aber was ist das für ein Loch hier? Oh Gott.
Oh ja! Das hab ich gerade hier! Das hab ich das gerade! Geil! Geil! Ey! Geschafft! Oh! Jetzt bricht die so zusammen, die Terrasse. Cool, Alter. Danke dir auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Du hast jetzt auch was am Pool geleistet. Ja. Heißt trotzdem nicht, dass du kommen darfst, wenn du fertig bist. Ey, Marius könnt ihr gerne auf YouTube abchecken. Und ist doch schön, oder? Voll schön. Haben wir was geschafft. Das können wir jetzt direkt in den großen Müllsack schmeißen. Nee. Das kannst du in den großen Müllsack schmeißen.